Gerd Wollersheim und Bobby Annebaker Prinz Harry. Sandra Bullock verrät ihr eigenartiges Beauty-Geheimnis fürs Vanity-Kit. Hat er sich was Besonderes einfallen lassen? Kronprinzessin Mette Marit muss operiert werden. Biografie Achterbahn, vorgestellt. Mit ihrer neuen Biografie Achterbahn will Nadja BDL-Farag nach ihrer Alkoholsucht und Leberzirrhose endlich wieder in ein neues Leben starten. RTL hat die 52-Jährige zur Leipziger Buchmesse begleitet. Wie das Publikum dort auf sie reagiert hat und was sich Nadel nun von ihrem neuen Lebensabschnitt verspricht, das sehen Sie oben im Video. Sehnsucht nach einem neuen Leben. Eigentlich hat Nadja BDL-Farag in letzter Zeit bewiesen, wie tough sie ist. Der Zustand ihrer Leber hat sich zwar rasant verschlechtert, doch Nadel blieb unbeeindruckt und hat den Kampf gegen ihre Krankheit aufgenommen. Sie sehnt sich nach einem neuen, geregelten Leben, mit einem festen Job, einer eigenen Wohnung und ohne Alkohol. Ich wohne immer noch in diesem Hotel in Hamburg, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten klappt mit der eigenen Wohnung, erzählt sie im Interview mit RTL. Auch in Sachen Liebe hatte die 52-Jährige zuletzt kein Glück. Ich habe immer noch nicht den richtigen gefunden. Und dabei hat sie genaue Vorstellungen, wie ihr Traummann sein muss. Es muss ein gescheiter Mann sein, der schon im Leben steht. Ein erster Schritt in ein neues glückliches Leben soll für Nadja BDL-Farag jetzt ihre Biografie sein. Ob das klappt, wird die Zukunft zeigen. Zu wünschen wäre es ihr aber allemal.